Hallo ihr Lieben, ich war bei Edeka und habe dieses Lebkucheneis von Lamberts entdeckt. Und das ist ja sowieso schon wieder seit August überall Weihnachten, deswegen habe ich das auch null überrascht. Lamberts ist ja so die Firma, die auch so Spekulatius und sowas macht. Und das ist das erste Jahr, dass ich, seitdem ich Eisfreak bin, Eis von denen im Supermarkt entdeckt habe. Es hat mich tatsächlich gleich ein bisschen so an diese Niederegger-Eissorten erinnert. Irgendwie vom Design, vom Konzept, aber auch vom Gewicht. Es ist nämlich sehr leicht, das ist Lufteis, kann ich euch gleich schon sagen. Wir haben 473 Milliliter. Und 250 Gramm, also es ist so wie ein Cremissimo, wirklich ein sehr luftiges Eis. Also wer Eis mag, was man sofort loslöffeln kann, das wird euer Eis sein. Und da steht, es ist Rahmeis mit Lebkuchengeschmack, also Sahneeisbasis mit Lebkuchengeschmack und braunen Lebkuchenstückchen 12%. Für große und kleine Lebkuchenfans haben wir jetzt genau das Richtige. Die erste Lamberts-Eiscreme mit Lebkuchengeschmack und Lebkuchenstückchen. Okay. Also Lebkucheneis, Lebkuchenstückchen, das stand hier oben auch schon. Der perfekte Genussmoment in der Weihnachtszeit oder einfach für zwischendurch, ja. Oder halt im Herbst. Erster Zustand ist aber Milch und erst danach kommt die Sahne. Beziehungsweise Rahm in der Schweiz. Da wird es also auch verkauft. Dann kommt Zucker. Ihr seht ganz viele andere Zutaten auch noch. Ich schaue gerade, wir haben Butterreinfett auf jeden Fall drinnen. Wir haben Zimtaroma drinnen. Gemahlene Bourbon-Vanille, Schoten, Speisesalz, natürliche Aromen. Gewürze. Okay, darf man das so schreiben? Einfach nur Gewürze, ohne aufzuführen, welche? Ich hoffe, das sind weihnachtliche. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Es hat 5,90 gekostet und ist noch fast 2 Jahre haltbar. Und wird von DMK Eis hergestellt, auch ein großer Player. Ja, machen wir es mal auf. Ich vermute ganz kleine Stückchen, ehrlich gesagt nur. Aber we will see. Ja. Sieht noch jetzt erstmal nicht so krass spektakulär aus auf den ersten Blick. Und habt ihr das schon entdeckt? Ja, sehr luftig. Oh, ich rieche aber schon krasse Nelken und sowas. Also diese Weihnachtsaromen. Ganz, ganz doll. Oh ja. Huiuiui. Das ist Lebkuchen in your face. Aber gut. Ist wirklich intensiv. Man muss Lebkuchen mögen. Und tatsächlich ist das auch kein kleines Stückchen. Cool, das ist echt, also ich habe so ganz kleine Fipselchen erwartet, aber das ist ein großes Stück, würde ich sagen. Sieht aber auch so aus, als würde es wahrscheinlich eher so aufgeweicht und weich sein. Aufgeweicht und weich, ja. Mhm. Also keine crunchy Lebkuchenstückchen, aber das Bild hier kommt echt dran und schmeckt wie Lebkucheneis mit Lebkuchenstückchen. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wie gesagt, irgendwie überraschend gut. Also es ist halt wirklich ein super weihnachtliches Eis und wer auf diese ganzen Aromen steht, das ist ein Eis für euch. Ich meine, ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich jetzt bemängel, dass das einfach nur totales Lufteis ist und so. Deswegen werde ich es nicht ganz so doll genießen können, aber es ist okay. Und es hat 272 Kalorien auf 100 Gramm, knapp unter 10 Gramm Fett, nämlich 9,8 Gramm, 32 Kohlenhydrate, davon 23 Zucker und 2,7 Gramm Eiweiß. Also, ja, so ungefähr 600 Kalorien pro Becher. Ich blende sie euch jetzt nochmal ein auf den Becher. Kann man auf jeden Fall machen. Also ist okay. Ich hätte es was Schlimmeres erwartet und ich bin positiv überrascht. Schreibt mal drunter, ob ihr es schon gefunden habt und ob ihr es euch überhaupt kaufen würdet. Jetzt konnte ich euch immerhin schon vorwarnen. Es ist ein bisschen luftig, schmeckt krass nach Lebkuchen, man muss so Weihnachtsaromen mögen. Stückchen sind groß, aufgeweicht, aber ja, irgendwie fehlt noch was, so was Soßiges, finde ich. Aber das könnte man sich auch noch selbst hinzufügen und mir fehlt auch noch was Crunchiges. Aber ihr kennt mich, ich brauche immer Konsistenzen und verschiedene Komponenten. Wer da ein bisschen mehr Basic drauf ist. Why not? Ist auf jeden Fall ein gutes weihnachtliches Eis. Vielleicht gibt es ja auch mal im Angebot, dann könnt ihr es euch auch kaufen, mal probieren. Das ist auf jeden Fall kein No-Go.